mir doch mal in Ruhe, oder? Was haben Sie denn? Ich lass ihn ja in Ruhe. Ja, oder? Ich meine, Zeugen Jehovas sind kritisch, aber sowas finde ich auch fragwürdig. Was muss das für ein Gott sein, der Menschenopfer fordert? Haben es Sie gibt doch eigenen? Überhaupt keinen Gott. Ja, das ist vielleicht Ihre Theorie, aber... Nee, Spaß. Hör mal, du hast ja nicht alle Tassen im Schrank, oder? Aber ich finde das ein bisschen merkwürdig, was Sie da tun. Ich mein, das die ist Leute schon, lassen das sechs, schon, Sechsjährige, hier in Waldorf hat ein Sechsjähriger gelebt, der ist für diese Doktrin gestorben. Ja, und wenn Ihnen das Spaß macht, dann lachen Sie weiter. Nee, aber wir haben doch nein, wenn ich hatte gesagt, wenn Ihnen das Spaß macht, dann lachen Sie weiter. Machen Sie sich weiterhin lustig. Ach, mit Todesopfer? Religionsfreiheit schließt Todesopfer ein? Ist ja hochinteressant, ja, was die Menschen heutzutage vertreten. Aber haben Sie nichts anderes zu tun? Menschenopfer. Sie vertreten auch Menschenopfer? Ja, ich bin für Religionsfreiheit. Und wenn der Mann keine Blut... Und im Zuge der Religionsfreiheit darf man Menschen opfern? Ja? Einen Sechsjährigen? Hat der das entschieden? Muss der sich nach Ihrer Idiotie richten? Ja, genau. Klasse. Meine Fresse. So was ist modern heutzutage. Menschen opfern ist modern. Grün links, modern Wachturm. Todesdoktrin. Ein Gott, der Tote fordert. Supermodern. Astrein. Nur der Islam kommt dem gleich. Also da hatte ja die moderne Pädagogik voll den Jehova-Intus. Menschenopfer für Religionsfreiheit. Nicht zu fassen. Wie hohl muss man sein, um das zu bringen? Tödliche Religion gehört zum guten Ton in Speyer. Hat die einen Schlips an? Der hat doch einen Schlips an. Was ist das für eine Bevölkerung? Vielleicht sollte sie wirklich mal ausgetauscht werden. Nicht Resettlement Program, sondern Rethink Program. Wenn die Hirne platt sind, wenn die Hirne durch grün-linke Ideologien platt sind, muss man die Menschen scheinbar austauschen. Geht gar nicht anders. Noch so ein kleines. Macht die Scheibenwischerbewegung. Unglaublich. Ich kann es nicht verstehen, dass Menschen Mord so egal ist. Schon wieder so eine Tasse. Denen ist Mord egal. Und ich behaupte, wegen diesen Leuten musste der Sechsjährige sterben. Und wegen diesem Mann da musste der Sechsjährige sterben. Auch wenn er nicht unmittelbar beteiligt war. Der Jehova-Zeitgeist tötet. Vor allen Dingen erstmal Hirne und dann auch Sechsjährige in Waldorf und woanders. Und dieses Gutbürgertum, dieses linksgrüne Gutbürgertum hier in Speyer, ja, Kinderschänder und Kindermörder sind alle super nett. Wenn ihnen was von Jesus erzählt wird, schlagen sie zu. Und die Sperre.
Jehovas Zeugen lassen Menschen verbluten. Das halten Sie für richtig? Halten Sie das für richtig, dass Jehovas Zeugen Menschen verbluten lassen? Was ist denn hier in Speyer los? Sind hier nur Nazis? Unglaublich. Was geht es da? Wie viel lang das? Es geht darum, dass die Wachturmgesellschaft, also die Zeugen Jehovas, Menschen verbluten lassen. Und in Waldorf ist am 30.01.18 ein Sechsjähriger deswegen gestorben. In Verblutung? Der durfte kein Blut kriegen und dadurch ist er an seiner Infektion gestorben. Warum durfte kein Blut bekommen? Weil die Mutter Zeugin Jehovas ist und ihren Sohn verrecken lassen musste für diese Religion. Und deswegen, nicht nur deswegen stehe ich hier, es ist eine Nazi-Religion in dem Sinne. Weil da wird also für irgendeine, da wird Menschenopfer gefordert. Die haben einen Gott, der Menschen tötet. Die vertrauen auf einen Gott, der Menschen tötet und töten selbst auch noch für den, indem sie diese Menschenblutverbot-Doktrin verbreiten, obwohl Gott in der Bibel nie Menschenfleisch erlaubt hat, verbieten sie trotzdem Menschenblut, was der blanke Unsinn ist. Es kann nur um Mord gehen. Und zwar ist das ein Mord, ein religiöser Mord durch eine Doktrin. Und die Leute wachen nicht auf, die liegen im geistigen Koma. Ja, aber wie kann es sein, dass sie so viele Mitglieder haben? Wenn sie weniger morden würden, dann hätten sie noch mehr Mitglieder. Es geht darum, Todeskandidaten ranzuschaffen. Er ist selbst ein Todeskandidat und wirbt noch mehr Todeskandidaten an. Ja, also die Systematik ist leicht durchschaubar, sie ist auch rechtlich einwandfrei nachweisbar. Nur keine einzige Staatsanwalt schafft. Tut was. Weil irgendwie, eben war so ein junger Mann hier, der meinte, wir haben doch Religionsfreiheit. Dann habe ich ihm hinterhergerufen, wie für Religionsfreiheit müssen Sechsjährige sterben? Ja. Ja. Ja, was ist das denn? Was ist das denn für eine Scheißwelt? Ciao, ciao. Hey, grüßt euch. Ich habe es jetzt scheiße gebaut, aber danke für die Information. Alles gut. Ciao.